krass sauer macht, ist, wir haben Töchter, die nicht mal den Landesmindestlohn bei uns bekommen. Es genügt Personal und genügend Zeit. Heißt, wir müssen die Wissenschaft ignorieren, weil wir nicht genügend Personal haben und nicht genügend Zeit, um vernünftig zu pflegen. Können Sie uns sagen, warum Sie heute hier sind? Weil wir endlich bessere Bedingungen brauchen in der Pflege. Wir laufen auf den Brustwarzen. Wir können nicht mehr. Ich arbeite im Urban auf der Unfallchirurgie und Gefäßchirurgie. Ja, und wir arbeiten, ja, wenn es hochkommt, einer vom festen Stamm und der Rest sind Hilfskräfte, Leihkräfte. Ja, es ist keine gute Pflege zu gewährleisten. Es ist nur noch eine Massenabfertigung. Unbefriedigend, es nimmt die Motivation. Und sind Sie im Streik? Bitte, ich bin im Streik und ich richte den Notdienst im Nachtdienst aus, weil keiner da ist. Es ist keiner da, ich würde gerne streiken, aber ich schütze meine Patienten. Wenn ich nicht arbeiten gehe, ist da keiner. Ja, hallo, ich bin der Sebastian Grosenig, bin Fachkrankenpfleger in der Psychiatrie und arbeite im Urban Krankenhaus und vertrete das Urban Krankenhaus auch in der Tarifkommission für die Verhandlungsrunden mit der Vivantes-Geschäftsführung und bin heute hier, weil sich in der Geschäftsführung leider überhaupt nichts bewegt. Wir fordern eine Personalmindestausstattung, die wir schichtgenau nachvollziehen können und die gemessen ist an dem Leistungsumfang, den unsere Patienten eben benötigen. Und wir fordern dazu, dass die Ausbildungsbedingungen so verbessert werden, dass die Azubis, wenn sie dann ihr Examen haben, auch im Beruf bleiben möchten. Ich bin Mitarbeiter, Pflegender aus der Charité und arbeite dort im internen Springerpool. Mittlerweile sind die Zustände so, dass wir da in gefährliche Situationen täglich kommen. Wir brauchen mehr Personal, um eine gute, qualifizierte Pflege zu gewährleisten für uns alle. Es kann uns alle treffen. Wir haben morgen einen Unfall und landen in dieser Maschinerie, wo du nicht mehr Mensch bist, wo du nur noch abgefertigt wirst, wo du gefährliche Pflege leisten musst. Du gehst nach Hause, du heulst nach manchen Diensten, du heulst, weil du nicht mehr kannst. Und man wird seinen Ansprüchen nicht mehr gerecht, weil jeder hat einen menschlichen Umgang verdient. Und gerade wenn wir krank sind, sind wir empfindlich. Wir brauchen die Fürsorge, wir brauchen Pflegekräfte. Es kann keiner ersetzen. Die Forderungen sind ein Erfassungssystem für die Belastung auf der Station. Also sprich, die Station braucht im Früh-, Spät-, Nachtdienst so und so viele Leute. Um das einzuordnen, muss man wissen, dass wir mit ungefähr 4 von 10 notwendigen Pflegekräften arbeiten und das auf einer geschlossenen psychiatrischen Station im Bezirk Kreuzberg. Das bedeutet, dass wesentliche Teile einer psychiatrischen Behandlung, also die Anamnese, die Familiengespräche, das Netzwerk mit einzubeziehen, das unterstützen kann und aufsuchende Behandlung einfach nicht stattfinden oder auf einem Level, das nicht zu verantworten, aber eben immer noch gut abzurechnen ist. Wir haben in Deutschland gesetzte Standards. Ne? Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege setzt diese Standards und wir können die aber in der Realität nicht umsetzen. Ne? Wir haben eigentlich vor und nach jedem Patientenkontakt Händedesinfektion und noch verschiedene andere Stellen, an denen es eigentlich Pflicht ist. Das ist aber zeitlich, also ich sag's wie es ist unmöglich, diesen Standard zu halten. Das heißt, es hat sich in den letzten 20 Jahren eine Realität entwickelt, die neben den Vorschriften vorbeiläuft. Und natürlich muss man dazu sagen, immer gleichzeitig, ist das ein schambehaftetes Thema, weil ja keiner zugeben will, dass die Arbeit richtig gemacht wird. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Größe in der Bewegung erreicht haben, dass man wirklich stolz auch dastehen kann und wirklich sagen kann und bemerken kann, das ist nicht nur ein Problem von mir, das ist nicht nur ein Problem von meiner Station, das ist nicht nur ein Problem in meinem Krankenhaus, sondern das ist ein größeres systematisches Problem. Und nicht nur so ein bisschen hier, ein bisschen da. Wir wollen Können Sie ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, was jetzt bisher passiert ist? Naja, wir haben Anfang Mai schon unsere Forderung eigentlich rausgeschickt, dass wir mehr Personal mit ganz klaren Vorstellungen in jeder Fachabteilung für eine Mindestbesetzung, was wir fordern, um eine gute Pflege zu gewährleisten. Es hat sich nichts getan.
Nach 100 Tagen hat man gesagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Dann haben wir begonnen, den ersten Streiktag, der wurde gebrochen, dass man uns vorgeworfen wird, wir verhandeln mit den Falschen. Es wurde vom Arbeitsgericht gekippt, wir durften streiken. Dann hat sich Vivantes an den Tisch gesetzt und was kam? Nichts. Sie haben Forderungen gestellt, unter denen wir schon arbeiten. Sie fordern mehr Flexibilität, aber fordern gleichzeitig eine professionelle Pflege. Was sollen wir noch tun? Wir fühlen uns wirklich nicht wertgeschätzt, nicht wahrgenommen. Sie ignorieren uns. Und jetzt sagen Sie, weil wir im Streik sind, können Sie nicht mit uns verhandeln. Was ist das? Wir haben seit März die Mehrheit der Beschäftigten von Vivantes und Charité organisiert, befragt, in sehr, sehr vielen Runden, teils wöchentliche Auseinandersetzungen über unsere Forderungen geführt, um nicht Utopien aufs Papier zu zaubern, sondern tatsächliche belastbare Bemessungsgrenzen, die an dem Bedarf gemessen sind, den wir auf unseren Stationen finden. Und wir haben die Arbeitgeber mit einem 100-Tage-Ultimatum an den Verhandlungstisch gebeten und das haben sie über 120 Tage lang ignoriert. Nicht bevor wir in den Arbeitsausstand gegangen sind, gab es überhaupt erste Gespräche mit der von Verdi gestützten Tarifkommission. Also ich bin Micha, bin Krankenpfleger an der Charité und die Mobilisierung, wie man hier gerade bei der Demo sehen kann, läuft wirklich gut. Hier sind sicherlich jetzt auch noch einige Unterstützer bei, aber sicherlich auch weit über 1000 Krankenpflegekräfte, das mitten in einem Schichtsystem, das ist schon eine recht beachtliche Leistung. Auf den Stationen spüren wir das auch, dass wir täglich ein paar Leute dazu bekommen im Moment, die sagen, jetzt muss auch wirklich mal hier ein Zeichen gesetzt werden, dass sie so nicht weitermachen können. Ich glaube, die Mobilisierung läuft im Moment wirklich gut. Ich glaube, der Leidensdruck ist sehr hoch. Die Kollegen der Charité haben seit Jahren Erfahrung damit, für mehr Personal zu kämpfen und waren bisher immer noch nicht in einem Bereich, wo sie sagen, ja, wir haben wirklich eine Entlastung verspürt. Die Kollegen von Vivantes scharren mindestens seit 2015 mit den Füßen und das spiegelt sich jetzt eben auch so ein bisschen wieder, dass auf den Stationen sehr viel Eigendynamik im Moment entsteht und darüber eben diese Mobilisierung auch anfängt, sich ein bisschen selber zu tragen, nicht mehr nur über die Organizer unserer Gewerkschaft, sondern wirklich anfängt, sich selber zu tragen. Hier bei diesem Streik geht es insbesondere für die Töchter von Vivantes, aber auch beim Labor Berlin darum, den TVED mit umzusetzen. Die Kollegen kriegen seit fast 20 Jahren deutlich niedrige Löhne, die bei den Töchterfirmen angestellt sind. Das heißt, diese Kollegen haben über die letzten 20 Jahre mehrere 100 Millionen dem Senat bzw. Vivantes erspart. Ja? Und heute wird ihnen vorgehalten, wenn ihr endlich mehr Lohn haben wollt, dann kostet uns das 30 Millionen. Oh, böse Zahl. Ja? Es wird nicht gesagt, was auf ihre Schultern in den letzten 20 Jahren eingespart wurde. Der zweite Punkt ist, in den Kliniken ist der Zustand der Patienten-Personal-Relation so schlecht, dass die Kollegen sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Entlastung und unsere Patienten brauchen eine bessere Besetzung, damit wir sie vernünftig versorgen können. Das heißt, es wird gleichzeitig für mehr Personal gestreikt und für ein TVD für alle. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig und das ist tatsächlich jedenfalls für Berliner Verhältnisse neu. 2015 gab es, wie gesagt, an der Charité schon mal einen Streik für Entlastung, aber ganz getrennt von Vivantes, warum auch immer, sind wir da nicht zusammengekommen. Und auch sonst, der gemeinsame Arbeitskampf mit den Töchtern ist bisher nicht besonders gut gelaufen, wenn er überhaupt stattgefunden hat. Aber ja, es geht um konkret zwei Tarifverträge TVED für alle Beschäftigten in den Töchtern. Und den Tarifvertrag Entlastung, da steht jetzt im Moment im Vordergrund die Klinikkonzerne, Vivantes und Charité. Aber im Grunde genommen brauchen auch die Kollegen in den Töchtern und auch der Bereich der Nichtpflege ist eigentlich demnächst eine kräftige Entlastung. Und du hast gesagt, dass die Verhandlungen mit sehr harten Bandagen geführt werden. Was ist da deine Vermutung? Warum ist es so? Oder also, vielleicht kannst du erst mal darstellen, wie sich der Arbeitgeber verhält?
Also die harten Bandagen merken wir tatsächlich daran, wie versucht wird, den Streik nicht wirksam werden zu lassen. Das fing damit an, dass man gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist. Da hat Vivantes den Vorreiter gemacht im Moment kriegen wir ganz viel Gegendruck, dass die Stationen, die wir als streikwillig gemeldet über unsere Tarifkommission und die Streikleitung, dass die tatsächlich nicht freigeräumt werden, sondern dass es wirklich ein täglicher Kampf der Kollegen vor Ort ist, immer wieder zu sagen, wir haben aber kein Personal, wir sind im Streik, ihr müsst jetzt dafür sorgen, sonst kommen die Patienten hier womöglich in Gefahr. Auch dieses angeschnittene Gerichtsverfahren, die einstweiligen Verfügungen, deuten für mich darauf hin, dass es politische Unterstützung sowohl für den Vorstand an der Charité, aber vor allem für die Geschäftsführung bei Vivantes gibt, diesen Streik so lange wie möglich klein zu halten, gegenzuhalten, ihm nicht entgegenzukommen. Im Moment sind beide Firmen in der Position, wenn ihr in einem Streik seid, verhandeln wir gar nicht mit euch, was irgendwie nicht haltbar ist. Und gerade eben auch an der Charité 2015 gab es den Vollstreik und trotzdem wurde verhandelt, weil man da vielleicht das Interesse noch ein bisschen anders gesehen hat, gesagt hat, nee, wir müssen jetzt noch mal rauskommen aus der Streiksituation zugunsten der Patienten. Was da diesmal gemacht wird, ist halt wirklich hanebüchend. Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung nicht den Willen hat, hier Partei für die Arbeitnehmerschaft zu ergreifen. Nochmal, ich glaube, es gibt da politische Rückendeckung. Ich befürchte, es ist eine politische Rückendeckung von den Kräften, die die derzeitige Regierungskoalition nicht weiterführen wollen. Also sprich, Teile der SPD, ob es Frau Giffey ist, ob es Herr Kollatz ist, wer auch immer noch. Ich stecke da nicht so tief drin, aber ich finde es schon ziemlich auffällig und es könnte eine Erklärung sein, warum ein kommissarischer Geschäftsführer, was der Dankert bei Vivantes ist, sich traut, so massiv gegen eine Bewegung innerhalb von landeseigenen Betrieben vorzugehen. Wir sind eben keine Privatklitschen, sondern es ist hier Senatseigentum, sowohl die Charité als auch Vivantes. Und insofern glaube ich, ohne diese Rückendeckung würden sich diese Position das nicht trauen. Und wie geht es jetzt weiter? Wir werden nicht anbieten, unseren Streik auszusetzen, um uns den Gefallen zu erkaufen, dass die Politik oder die Geschäftsführung mit uns spricht. Wir denken, dass wir den Rückhalt der Bevölkerung haben und dass die Bevölkerung und wir zusammen durchhalten, bis wir uns mit den Arbeitskampfmaßnahmen durchsetzen. Arbeite in Neukölln und wir streiken zusammen mit Vivantes und der Charité. Jede Kollegin betreut in jedem Dienst ca. 3 bis 4 Geburten, was einfach zu viel ist. Es gibt Studien, die sagen, eine 1:1 Betreuung ist ganz, ganz wichtig unter der Geburt und wir sind weit, weit drunter. Und deshalb streiken wir für die Frauen in Berlin. Jede Frau zu jeder Geburt 1:1 betreuen kann, dass ich interventionsarm arbeiten kann und dass ich einfach glückliche Mütter und gesunde Kinder auf die Welt bringe. Ich würde mich freuen, endlich wieder die Arbeit zu machen, die ich einmal gelernt habe.